Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, danke. Wir werden heute versuchen, erstens und ein Lambo zu kaufen in meinem Lieblingsspiel. Davon hatte ich ja schon ein Video hochgeladen. Glaube ich, hatte ich davon ein Video hochgeladen? Bin mir gar nicht sicher. Ja, auf jeden Fall ein Video hochgeladen. Ich bin komplett verwirrt heute. Aufgenommen, so rum. Und, wir werden heute versuchen, Lamborghini uns für, ich glaube, 95.000 Euro zu erkaufen. Dafür müssen wir ein paar Meilen fahren. Ihr seht da oben, hier plus 20, 30. Und, ja. So, Leute, haben wir kurz einen ganz mini kleinen Sprung gemacht, weil ich muss kurz was nachschauen. Und, ja. Ich hatte ja mir in der letzten Episode, hab nochmal schnell nachgeschaut. selbst nicht wissen, welche Videos man hochlädt. Genau, Alter, besser YouTuber. Nein, sorry. Ich bin heute durcheinander. Also echt tut mir leid. Und wir hatten uns ja letztes Mal für 100.000 Euro ein Flugzeug gekauft. Das kann ich euch gerne nochmal demonstrieren, unser Prachtschick. Ja, wir bauen das mal hier hin. Dieses schöne Flugzeug. So. Nein, nicht da rein. Nein. Ja. Also, ja. Joa, passt. Und wir machen mal. Ah, fuck, Alter. Komm da wieder raus. Oh, Alter, so einen Moment hasse ich. Komm. Nee, zieh doch. Danke, zieh, ja, genau. Oh, puh, Glück gehabt. Und, Leute, zuerst wollte ich, bevor wir uns den Lambo jetzt holen, ich werde einen kleinen Schnitt machen, einfach, ich meine, 95.000 war es, ist so Fake Lambo, naja, werden wir auch schaffen, aber vorher würde ich gerne so, mal kurz zur Sonne fliegen, einfach mal schauen, ob es geht. Ich kann auch nicht schneller fahren, ne? Alter, das sieht doch absolut episch aus. Aber wenn ich jetzt nach unten fliege. Warte mal ganz kurz. Ich fliege jetzt einfach mal senkrecht runter. Und müsst ihr eigentlich sterben, oder? Ja, perfekt. Gut, Leute, ich zeige euch denn, wenn wir von am Spawn sind, kann ich euch gleich mal den Lamborghini Aventador zeigen, den ich mir gerne kaufen würde. Hallo? Maus? Danke? Geht's nicht näher ran? Okay. Komisch. Sehr, sehr komisch hier. Und zwar ist das dieser Fake Lamborghini, weil ich will jetzt, ich sag nochmal für alle die Leute, für die ich jetzt schnell war. Dieser, weil so ein richtiger Lamborghini wäre für mich jetzt, also so richtig, richtiger Lamborghini, wäre für mir so, keine Ahnung, so einer und für 4 Millionen, das kann dauern, ja, das kann dauern. Und ihr habt keinen Bock, hier 4,5 Stunden rumzusitzen und dann beschwert euch, dass das Video zu spät kommt. Ja, sorry. Oh, 200.000. Nee. Ich guck nur mal hier. Ich kann natürlich auf den ersparen, aber da habe ich jetzt keinen Bock so. Aber für das gleiche Geld können wir das ja kaufen. Und das jetzige Fahrzeug ist, glaube ich, das da. Ja. Das habe ich jetzt, das da oben. Die sehen nicht erstaunlich ähnlich. Der ist in die 5 und das ist in die 6. Alter, guck mal auf diese Stats hier. Guck mal da. Das ist, habe ich jetzt so und das ist, das wir kaufen, Alter. Das ist krass. Hier geht es halt nochmal hoch. Nee, sag mal. Was ist eigentlich das so? Ist ja auch egal. Wir holen uns erstmal das Auto. Und, ja. Dann mache ich kurz einen ganz kleinen Schnitt und wir sehen uns, wenn wir
95.000 Euro zusammen haben, was eigentlich trotzdem echt viel Geld ist, muss man zugeben. Aber durch Studenten verdient man es eigentlich recht schnell. Wir sehen uns. So, Leute, und da haben wir sogar ein bisschen mehr. Ich habe hier jetzt nur Dankeschön, nur Rennen gemacht. Und da verdienst du eigentlich recht viel. Besonders wenn du zweiter Platz bist und die großen Rennen fährst. Und wir kaufen uns das jetzt. Gekauft. So, jetzt gucken wir mal. Also Leute, was denkt ihr, wie viel bringt uns das? Das hier richtig? Ich glaube, ist schwer. 50, 57.000. What the fuck, ist das wenig? Das ist wenig. Naja, egal. Und, der hat schön knackig im Frachtmotor, Alter. Schön knackig. Und auf jeden Fall, wir haben es in dieser Folge geschafft, diesen Fake Lamborghini, sagen wir es jetzt mal so. Ja, naja, es ist die Nachfolgeversion, die wir eben hatten. Ich glaube, so spielt man es aus. Und jetzt zum guten Schluss werde ich noch schnell was machen. Wartet kurz. So, Leute, und ja. Ich habe mir jetzt. Hallo Maus, willst du da gerne mal hingehen? Danke. Habe mir jetzt kurz und knapp entschieden, über ein wichtiges Thema zu reden. Und zwar geht es um den Discord-Server, den ich erstelle. Wie gesagt, das hier ist gerade im Voraus aufgenommen. Ich kann noch nicht genau wissen, was da jetzt passiert. Es ist heute der 28.04. Und ich werde es natürlich wieder ein bisschen später rausbringen. Aber ich würde schon einen Gefallen bitten. Und zwar, ja, einfach mal Danke an diese YouTuber zu sagen, die ist jetzt egal, ob auf Twitch, auf TikTok, ist es egal. Aber es geht wahrscheinlich eher an die YouTuber auf YouTube aus. Ne? Auf jeden Fall. Diese großen YouTuber. Ja? Die machen keine Ahnung. Innerhalb von einer Sekunde, wenn die ein Video online haben, machen die 10.000 Klicks. Weil jetzt gucken die verdammt viel an, ne? Und diese kleinen YouTuber wie ich, die sich für das Video auch mal Mühe geben, jetzt kein Diss-Track an Standardsgeber oder so, der gibt sie auch verdammt viel Mühe bei den Videos. Die investieren nicht mehr unglaublich viel Zeit, die sagen so ein paar Stunden, weißt du, wie viel ich in dieses Ding einstecke manchmal. Und ja, das sieht immer nicht nach viel aus, ich weiß, es tut mir auch sehr leid, aber ich habe auch nur begrenzte Mittel. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alle großen YouTuber deabonnieren könnt. Also deabonnieren sollt ab 100.000. Nein, es ist einfach so, dass, wie zum Beispiel bei Leuten, ihr nicht sagt, Bruder, was hast du denn für Qualität? Alter Bruder, du bist ja richtig kalk aufgestellt, Alter. Seid einfach mal dankbar, dass er euch Content bietet. Ich meine, das kann auch nicht jeder. Wegen Corona-Zeiten einen YouTube-Kanal anfangen. Und dann so viel Stress noch haben und Videos zu machen, das kann auch nicht jeder. Und ja, deswegen. Würde ich sagen, seid einfach mal dankbar. Und ja. Und warum hänge ich jetzt hier gerade fest? Warte ganz kurz. Also, wie gesagt, seid einfach mal dankbar. Und ja, ich würde sagen, die restlichen 30 Sekunden werden wir jetzt einfach in den guten Sonnenaufgang fliegen. Und ja, ciao, ciao.